Hä, Was aber suchst du denn? die Blattrüstung hat komplett Schaden geblockt, glaube ich. Das ist nice. Kein Schaden auf Leben. Okay, nee, das ist kein Gebäude. Warte, sollten wir bei unserem Lager nicht eine Markierung oder irgendwas? Ja, ja. Ach so. Ja gut, ja, soweit. Nicht. Wir müssen einfach nur dem Fluss hier folgen, zurück. Ja, ja. Stimmt. Aber mich wundert es irgendwie, dass man, also im ersten Teil hatte man ja auch so Zeltplätze und so, sowas hat man hier irgendwie gar ja, nicht. Ja, also hier hat man kaum Loot. Ja, wir finden ja nichts. Noch. Ich habe eine Cola-Dose bisher gefunden. Das ist so ein Topf, wäre halt echt nice. Ich weiß auch nie, ob das Kelvin ist oder irgendein Gegner, ne? Ist du Kevin? Kevin! Kevin. Und da geht dann wirklich langsam das Schneegebiet los. Ey, Leute, wir müssen... Ja. Übrigens, ey, wir müssen echt noch jagen, ne? Wenn hier der Winter kommt. Ja, ja, eben, darum sag ich ja. Also jagen ist echt ein Problem. Diese Rehe sind einfach crazy. Die rennen mit zwei Speeren weg und sind total speedy und sadismäßig unterwegs. Aber ich hab Munition gefunden schon. Also wir kriegen wohl Gewehre. Ja, das hatten wir ganz am Anfang bei unserer Abschlussstelle. Ich finde aber auch krass, dass wir hier so Soldaten scheinbar sind, aber keine Waffen haben. Ja. Mit denen wir abgestürzt sind. Ich habe Aloe Vera gefunden. Oh, nice. Ich habe, ups. Samen gesammelt. Wir können wieder pflanzen. Oh. Zack. Ist all Fleisch. Ja, wo gehen wir hin? Okay, wir müssen, ja, wir dürfen nicht uns zu sehr verlaufen. Wir sehen unsere Butze da auf jeden Fall auf unserer Map. Da rechts von uns ist auch noch eine Höhle, ne? Wir sehen das auf der Karte? Ja, als Hund. Ach ja, stimmt. Wo ist noch eine Höhle? Oh, das ist unsere Höhle. Also wenn wir in die Richtung gehen. Das ist unsere Höhle. Genau da ist unser. Okay. Er ist aber auch in genau in die Richtung, ist auch dieses Ausrufezeichen. Mhm. Ja, was tun wir? Wo gehen wir hin? Locke, zu mir! Aber ich hab's nicht getroffen. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt wieder zurückgehen. Jetzt komm. Das gibt's doch gar nicht. Der Eichhörnchenflüsterer. Ja, gute Frage. Gehen wir zurück zu unserem Camp und versuchen noch irgendwas zu bauen? Oder? Also ich finde halt, besser, wir müssen irgendwas finden, um besser jagen zu können. Ja, ich glaube, das wäre auch besser. Oder zumindest auch einen Topf für Wasser oder so, weil wir können uns ja nicht groß heilen. Aber der Typ kann auch einfach 90 Grad nach oben hochlaufen. Ich die Wand. Ja. Wir hätten ja auch mal zu so einem Ausrufezeichen einfach gehen können, um zu gucken, ob wir da was finden. Das Schneegebiet ist, glaube ich, nicht so... Ja, gehen wir mal zu einem. So sinnvoll, oder? Ja. Okay, dann gehen wir... Wo gehen wir jetzt hin? Zu einem der Ausrufezeichen. Okay, vielleicht let's go. Komm, Kelvin. Komm. Aber, was ich gut finde, die Ausdauer regeneriert schneller und geht langsamer runter als bei The Forest. Ja, das stimmt. Das ist das Wichtigste bisher für mich. Die geht ja richtig langsam runter. Holy ja, und wenn du aufhörst, geht die richtig, richtig schnell wieder hoch. Die haben halt wirklich genau die Sachen verbessert, wo sich die Leute wahrscheinlich drüber aufgeregt haben. Ja, vermutlich. Ich frage mich, ob ein Hase mit einem Stein... Das wäre halt auch mal gut zu wissen, ne? Wir sind so schnell. Ich sehe die hier nicht. Gehen wir zum Ausrufezeichen? Ja, da ne? sitzt ein Reh. Ja. Okay. Okay, alle rauf. Pfeil testen, Pfeil. Er springt. Bei mir sitzt es noch. Ja, ja, aber es bei ist... Bei mir sitzt es und springt auch, ja. Oh ja, shit. Warte, bleib mal kurz stehen. Ich kann gar nicht schießen, er ist schon weggelaufen. Bleib mal stehen. Mein Pfeil steckt in deinem Bein. Warum sind hier so viele gefällte Bäume? Kelvin! Ach, wir sind wieder bei unserem Lager, oder was? Ja, Kelvin war hier unterwegs. Ach so. Kelvin, genau. Ey. In die Richtung hier. Der hat auch gelevelt, der muss die Bäume jetzt nur noch angucken. Und dann fallen die auseinander. Der schießt so Laser aus seinen Augen. Genau. Kaninchen! Alter,
Ich hab Standbild. Ja, ein FPS. Ich glaube, ihr habt ein neues irgendwie Abschnitt geladen, vermutlich. Hasen mit einem Stein. Mit einem Stein. Okay, das ist nice. Das müssen die Steinschleudern nur irgendwie präzise schießen, ne? Ja, die ist so komisch oben mittig links. Boah, krass, wie weit ist das denn weg? Die ist ja echt riesig, die. Ja, also ich dachte auch, das wäre. Wow! Mehr. Ja. Ein Adler. Oh. Den musst du aber mehrfach treffen. Oh, hier sind rote Bäumchen. Oh. Feder gesammelt. Alter, der Adler saß an unserer Trockenstelle. Nice. Wow. Hör irgendwas piepen? Ja. Hab ich auch gerade gehört. Ach, das ist die Karte. Wenn du die Karte wegsteckst, hört's auf. Oh, ja, weil wir den GPS-Punkt, glaube ich, gerade finden, ne? Ja. Okay, wie kommt man hier runter? Springen! Nee! Es explodiert gleich hier das Ding. Hier ist was. Oh, ja! Kann man die Wein... Hey, hier rollt eine Weinflasche, die ich nicht einsammeln kann. Aber ich glaube, unter uns ist das Eigentliche, oder? Kann das sein? Ja, yeah, wir müssen irgendwie nach unten. Oh lol, da hängt ein Kollege. Oh ja, der ist tot. Kann man den nicht irgendwie holen? Aber Ares, kommst du? Du gehst nirgendwo runter. Mhm. Oh, rote Bäume. Hier müssen wir runter. Kollege. Hallo? Der hängt hier, glaube ich, irgendwo ab. Ja, da ist er. So. Ja, haben wir den ganzen Wodka hier. Aber hier gibt's sonst nichts. Gut, wir haben ihn jetzt ja gefunden und müssen ihn da runterholen. Ich konnte da oben mit dem Stein nicht interagieren. Sonst hätte ich gesagt, wir müssen ihn runterholen. Zack. Oha. Da ist er. Hast du... Oh, lol. Hast du geleckt eine Taschenlampe? GPS-Peilsender gesammelt. Ah ja, von ihm halt, ne? Das piept das halt nicht mehr. Ah. Taschenlampe, Freunde! Kann man den irgendwo hinpacken, den Peilsender? Ja, da grinst er. Dass man dann... Weißt du, dass das dann... Hier das Signal irgendwie... Kann sein. Taschenlampe? Ja gut, wir haben keine Batterien, ne? Ja, ich will die mal wieder weg. Wo ist denn der Peilsender, ne? Gute Frage, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ist ja bestimmt wieder oben in so einer... Nee, ist er nicht. Oben in der roten. GPS-Peilsender. Ausrüsten. Hä? Piep, 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 piep. Ja, war schön mit ihm hier, wenn das nicht liegen. Vielleicht muss man einfach nur finden? Vielleicht. Hä? Hey, wie kann ich denn die Taschenlampe wieder abrüsten? Ich will die jetzt nicht verbrauchen. Mit auf T. L. Ach nee, da musst du... zweimal T drücken. Ja, nice. Ich will die halt auch nicht wieder nehmen. Wenn ich wieder auf L drücke, dann nimmt er die wieder. Ich glaube, du musst Feuerzeug einmal das Feuerzeug ausrüsten, manuell aus dem Ja gut, das war ganz okay, jetzt ihn zu finden. Aber nicht so das, was wir wollten. Ja. Mach mal erstmal zurück, oder was? Ja, zumindest auch Tag machen, würde ich sagen. Die anderen sind eh voll weit weg. Denk an den Durst und Hunger. Ja. So ein Topf wäre echt gut zum Wasser abkochen. Fische kann uns im Zweifel Kelvin einfach bringen. Laufen wir eigentlich richtig? Laufen, oder? Ja, hier. Laufen nämlich in komplett unterschiedliche Richtungen. Nee, also ihr lauft weg vom Camp. Ist ja gut, auch wenn wir wissen ja, wo wir hin müssen, wenn wir so alle so ein bisschen durch die Büsche streifen. Vielleicht finden wir ja auch einen Höhleneingang wieder oder so. Ja, oder halt einfach mal irgend so ein Camp, wo was zu looten ist. Also das gibt's hier echt anscheinend gar nicht. Oder auch diese Koffer. Beim Heli gibt's noch eine Höhle. Da könnten wir noch mal reinschauen. Da waren wir noch nicht. Stimmt. Ach ja. Bin ja gespannt. Ist das, meint ihr, es ist gerade Sommer noch oder schon Herbst? Wir hätten noch Frühling, oder? Ja, aber wir spielen ja schon ein bisschen.
dass das so schnell wechselt, oder? Und nach ein paar Tagen schon, glaube ich, ne? Ich glaube, es dauert schon ein bisschen. Ja, bei Herbst, also, dann würden sich hier vermutlich manche Bäume verfärben, vielleicht. Also, laufen wir zum Heli oder wo laufen wir hin? Nee, gerade zur Hütte noch. Aber die ist links von uns. Wir laufen halt in eine ganz andere Richtung. Ja, die Hütte ist woanders. Nee, wir laufen doch jetzt gerade. Nö, also wir machen da so einen riesen Bogen halt. Also wir machen gerade so einen Bogen um die rum, wir hätten schon längst drauf zulaufen können. Die Hütte ist komplett im Osten von uns aus, eigentlich, oder? Man sieht das halt so auf der Map, welchen Weg wir gelaufen sind. So, jetzt müssen wir doch... Ach, da oben dann, oder wie? Ich glaube, hier sind wir wieder bei dem komischen... bei den Eingeborenen. Genau. Hä? Unser Camp ist bei der Höhle oben. Ganz im Osten. Ach so, gar nicht bei dem Haussymbol? Ich dachte, Das Haus... Hä, das Haussymbol... Das war doch unser Speicherpunkt. Das ist aber das Camp der Dudes anscheinend. Aha. Hä, ich dachte da auch, ist wieder Virginia. Oh, wo? Das stimmt, da hinten. Da läuft sie. Virginia. Virginia! Hey! Was ist denn los? Was hast du? Willst du irgendwas? Warte mal, sie kommt immer so aufgeregt angerannt. Was möchtest du denn? Jetzt rennt sie auch nicht mehr weg. Nö. Oh. Die will, dass wir ihr folgen, glaube ich. Die zeigt irgendwo hin. Na, oder sie sieht irgendwas. Das macht Kevin auch ständig. So. Virginia, ist da was? Was ist denn? Kommt sie... ich würde ja sagen, wir folgen ihr mal, aber ich will ihr nicht im Dunkeln folgen. Oder? Oh, sie rennt an mir vorbei. Ich sehe jetzt halt wieder gar nichts mehr. Ich würde sagen, wow, die Taschenlampe ist ja auch wow. Also ich sehe halt nichts, ne? Ja, sollen wir immer hinterherlaufen, oder... Können wir. Jetzt sehe ich sie schon mit. Ach, nee, ich sehe gar nichts mehr gerade. Wenn ich eine Fackel anmache, kann ich noch weniger weit gucken. Kevin rennt ja auch hinterher. Ich sehe gar nichts. Also sie ist noch hier direkt vor mir. Ich sehe halt leider nichts, das ist das Problem. Oh Gott! Oh Gott! Nee, nix. Läufst du ihr noch nach, Ares? Ja. Ich orientiere mich gerade nur an euren Buchstaben, ne? Shit, jetzt ist sie irgendwo hingesprungen. Also, was tun wir denn jetzt eigentlich? Sie ist irgendwo hin. Verdammt. Sprunganimation und also wir folgen ihr jetzt. Ah, sie ist weg. Sie ist weg. Ja, irgendwann wird sie schon nochmal auftauchen. Wo ist denn jetzt, wo geht's denn hier hoch? Ich sehe halt, ich folge euch gerade nur, weil ich absolut nichts sehe. Außer halt, was direkt vor mir ist. Aber ich muss es echt... dadurch wird das Spiel ja nicht... Aber es war bei dem anderen auch so, gell? Ja. Ja, aber nicht so krass, fand ich. Also ich sehe wirklich nur schwarz. Krass. Außer direkt vor mir. Ich kann halt nicht sehen, wo wir hinlaufen. Ich sehe nur schwarz. Dein Monitor hat noch kein Gamma. Warte mal, was ist hier? Hier ist die Höhle. Okay, das heißt, Feuerzeuge sind echt ein Witz. Über uns müsste gleich die Hütte sein. Ja. Aber ich sehe ohne Fackel tatsächlich mehr als mit. Oh. Die Falle ist zu. Ist vielleicht jemand gegengelaufen? Oder aber nichts drin. Hm. Hier nix. Da glimmt noch das Feuer. Das ist mein Scooter. So, hier ist die Speicherhütte. Pennen oder nicht pennen? Was sagt er? Ich würde sagen, ja. Ist schon ein bisschen belastend. So im Dunkeln. Meine Güte.
Ach. So. Federn. Nee, Gamma hochstellen ein, kann ich auch nicht. Das war nur ein Vogel. Okay, ich dachte gerade, ich hätte einen Heli gesehen, aber das war nur ein Vogel. Das ist ein Heli. Ja. Eine Drohne. Eine Drohne, genau. Oh, du bist durstig, du hast Hunger. Dir ist kalt, du musst aufs Klo. Du suchst deine Mama. Ich hätte den Wodka trinken sollen. Oh Mann. Aber ich würde sagen, nächstes Mal, wenn Virginia kommt, dann folgen wir ihr mal. Ja. Okay. Weil sie hat das... Also gut, das vermutlich hat sie nur auf Gegner gezeigt, aber sie hat halt irgendwo hin gezeigt. Erstmal jetzt hier wieder das Spülwasser trinken. Wenn es irgendwo geht, ich kann wieder nirgendwo trinken. So. Hier war eine gute Trinkstelle. Oh! Ich glaube, dieses katzenartige Rufen, das ist Virginia. Danach kam sie immer. Ah, okay. Ein Schmetterling auf der Axt. Schön. Oh, da sind Fische drin. Kann ich die mitnehmen? Aber die sind halt nicht tot. Da zappeln zwei Fische in deiner Falle. Wahrscheinlich musst du die aufmachen, die Falle, und dann schnell zuschnappen. Ich hoff's. Also. Wollen wir mal probieren? Warte mal. Also ich kann hier einen Fisch rausnehmen. Ich kann halt. Ach so, das hieß rausnehmen. Ich dachte, das heißt einfach das Hochklappen oder so. Also funktioniert hier. Dann bauen wir hier mehr hin, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das hat funktioniert. Es waren zwei direkt drin. Okay. Gut, dann hänge ich die direkt mal auf. Du knüpfst jetzt auch so einen Strick und hängst die einfach so in den Baum. Ja. Das ist wieder der Adler. Der Adler. Die Adler. Ach nee, kommen. So macht man das ja. Zack. Okay, ich habe jetzt in 5 Fallen hier drin. Das passt ja, oder? Nice. Ja. Aris, willst du den Fuß hier noch? Was? Ich bin voll. Also Bein und Fuß füllen halber Darm. Halbe Darm. Sind sehr gut. Ein bisschen irritierend, dass hier kein Darm mehr angezeigt wird irgendwie. Finde ich schade. Ja, ist echt schade. Ich finde diese Anzeige auch echt klein. Keule sagen? Ja. Keule? Keule oder irgendwas? Ich weiß nicht. Zack, 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 zack. Das sieht echt so makaber aus, dass wir jetzt hier so Fischfallen einfach in den Leichen von unseren Freunden bauen. Wobei, es sind, glaube ich, gar nicht unser Team. Nee, irgendwelche anderen Leute. Die locken die ganzen Fische erst an. Von Puffkorb. Puffkorb sind wir, aber das sind andere. Ich bin der Puff-Daddy. Oh. Hallo? So, zack, 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 zack. Kevin, geh mal weg. Braucht man nur noch Wasser, ey. Das läuft doch hier. Das läuft hier richtig, ja, Freunde. Ja, so ist es mit den Fischen. Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns hier in diesem Spiel von Fischen ernähren werden. Achtung, Spinne, Lucy, bei dir irgendwo. What? Oh, wenn hier wirklich so Spinnen so riesige durch den Wald krabbeln würden wie bei Harry Potter. Boah, das wäre schon cool. Eigentlich schon. Forest als Fantasy. Eigentlich schon. Das wäre schon richtig räudig, ey. So Werwölfe irgendwie so rumlaufen oder so. Das aber fressen wollen. Jetzt will ich mal gucken, ob man diese Felsen wirklich miteinander... Alter! Nee, okay. Oh. Was denn? Ich dachte, der Adler hätte sich gerade einen Fisch gesnackt. Das wäre schon witzig. So, gewesen. Wo hattest du die Brücke gesehen, Aris? Brücke? Oder Seilbrücke oder so, hast du gesagt? Warte. Seilbrücke. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Wo ist denn jetzt hier ein Reh, wo ich üben kann? Die war, glaube ich, auf dem rechten, in dem rechten Buch. Auf der rechten Seite, okay. Ja.
Treppe. Einfaches Feuer. Was? Feuerholz kann man machen. Oh, okay. Alter, was? Geländer? Da muss man so ewig durchblättern. Ja. Ich fand das alte Menü auch ein bisschen besser. Also das Buch fand ich echt ein bisschen besser als das hier. Ah. Seilbrücke, hier, jetzt habe ich's. Okay. Ach so, okay. Eine Wand, noch eine Wand und dann Seil dazwischen. Ah, okay. Ich mache mal so ein Feuerholz. Verstehe. Ach so, aber hier kann ich bestimmt keine Wand hinsetzen. Ah, das funktioniert hier alles nicht so, wie ich will. Ich klau mir mal zwei Holz eben. Okay. Oh doch, das geht. Oh lol. Willst du was drüber bauen? Ja. Also wir müssen erstmal so eine Wand fertig bauen. Okay. Und das funktioniert. Alter, ist ja am Schnaufen. So, jetzt gucke ich nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aufeinander, okay. Kelvin, warum machst du eigentlich nichts? Komm mal her. Da rennt ein Reh mit den Untoten, eingeborenen Toten. Mann, Reh, bleib doch mal stehen, ich will einmal üben. Ich kann nicht schießen üben, weil die Rehe dauernd wegrennen. Ach, das ist einfach so schön hier, ey. Ach, Mann. Echt cool gemacht. Wunderschön sieht das hier aus. Oh, Gollum auf dem Stein. Hey. Hä? Wie macht man denn das Feuerholz? Also, wie verwendet man Feuerholz dran? Wie kann ich denn Sachen, die ich angebaut habe, wieder nehmen? Ich glaube, das kannst du nicht machen, weil ich Gebäudeschaden ausgemacht habe. Also, ich denke mal... Was ist das hier Schönes? Feuerholz angeblich, aber ich weiß nicht, wie wir damit... Feuer machen können. Wahrscheinlich ist es im Ofen. Der Bogen verzieht ja auch wirklich komplett, ey. Alter! Kelvin! So. Ich versteh's gerade nicht. Ich trau mich halt nicht, Gebäudeschaden auszumachen, aber wir können es ja probieren fürs nächste Mal. Ja. Nee, eigentlich müsstest du ja Feuerholz wieder aufheben können, weil sonst kannst du ja nicht verwenden. Ja. Also in dem Buch hier kannst du Feuerholz komplett so aufstapeln. Ist das vielleicht einfach so als Accessoire irgendwie? Nee, ach oder? So, dass man es einfach so hinstellt als Deko. Nein! Ach Gott. Also ich dachte, man kann das halt in einem Ofen verwenden. Hab ich's getötet? So, jetzt muss ich auf der anderen Seite eine Wand bauen. Ich hab im Vorbeigehen einfach so ein Häschen mit der Schleuder weggesniped. Ich finde so. Auf dem rechten Buch überhaupt nichts. Da muss ich einfach ewig durchblättern. Ja, ich finde das echt sehr unüber... Alles klar? Richtig. Ja, ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Die blöden Eingeborenen verstecken sich in so Laubhaufen und springen da dann raus. Ach so. Krass. Ich baue jetzt erstmal den großen Zaun hier um unsere Fläche, oder? Würde ich vielleicht noch mit warten. Ja, was soll, wenn ich wissen, wie groß wir bauen, ne? Genau. Jetzt war irgendwie... Ja gut, aber... Also ich grenze jetzt einfach mal diese Spitze hier ab. Sollte vielleicht nicht alleine hier rumlaufen. So.
sagen? Lootbox. Lootbox. Oh, bestimmt hier bei mir nicht. Hier bei mir. Asset. Zeige euch später. Also ganz ehrlich, wenn ich so irgendwo überleben müsste, ich würde drauf gehen, ey. Ich bin aber unfähig zu jagen. Ich versteh's gerade auch. Oh nein, ich habe nur noch ein Seil. Willst du mich verarschen? Ja, beim letzten Mal konnte man die craften. Ich glaube, diesmal geht das nicht. Oder ich habe das Rezept noch nicht rausgefunden. Aus Stoff konnte man die einfach bauen. Nee, es geht nicht. Oh, ihr habt hier so ein paar Bäume unten liegen. Bring die mal mit. Der ganze Fluss hier ist, der ganze Bach ist voller Bäume. Voller Stämme. Ist ich vielleicht auf die andere Seite? Also die Wände stehen jetzt, aber... Also laut dem Buch muss man jetzt einfach nur mit dem Seil... Wie viele Seile habt ihr noch? Drei. Ja. Schaut mal hier. Hier lag die Lootbox. Hier irgendwo. Hä? Ja, bei mir nicht. Shit. Oh, ein Getränk. Eine elf Federn. Elf? Ja, und ein Energy Drink und ein Klebeband. Boah, ich liebe die Lootboxen. Sollen wir irgendwas probieren? Oder was muss man jetzt machen? Na eigentlich, also laut Bauplan steht da einfach mit einem Seil an diese Wand dran. Aber haben wir denn einen Bauplan? Also ich kann das Seil ja auch gar nicht... Ja, also eigentlich müsste ich einfach mit dem Seil in der Hand da ranbauen müssen. Können. Tun. Ich packe jetzt hier mal noch einen rauf. Nee, können kann tun. Ich. Hä? Aber warte mal, bevor du es machst. Wir schwingen doch dann nur von Wand zu Wand und knallen da an. Stimmt. Nee, das ist eine richtige Brücke. Du läufst dann da richtig rüber. Ach so, wie so eine... Aber... Ah, so eine Hängebrücke. Da öffnet sich dann eine Tür oder was? Nee, wie eine Hängebrücke. Also, aber wir müssen da schon frei bauen, nicht jetzt mit dem Bauplan. Genau, frei bauen. Und da steht... Okay. Mit einem Seil zwischen diesen Wänden. Muss ich genau dazwischen, also in der Mitte stehen davon oder was? Hm. Hä? Oh, warte. Okay, was ist das jetzt? Ach, okay, warte, jetzt komme ich hier hochgeklettert. Muss ich jetzt... Spinne neben dir, die hole ich mir. Könnt ihr mal gucken, ob ihr mit dem Seil... Bau mal mit dem Seil, also spring mal hoch und bau mal mit dem Seil oben, müsste dann irgendwann eh stehen, wenn du ein Seil in der Hand hast. Geht nix. Komm aber auch nicht vor die... Ich denke, man muss das von der einen Seite hier machen, aber da komme ich nicht hin, weil das so nah an dem Abgrund steht. Oh, wenn ich jetzt runterfalle, ist es deine Schuld. Ja. Okay, ich hab halbes Leben. Nichts passiert. Du kannst auch mir geben, dann probier ich's. Es hat jedenfalls nicht funktioniert. Wie kann ich den... Achso, warte, ich kann's mir nehmen. Ah nee, du musst auf bei mir E drücken. Moment. Ui. Wo ist denn hier? Ich sehe die einfach nie, ne? Wenn die so am Boden krabbeln. Warte mal. Stopp. Keine Lootbox. Nee, du musst bei mir, glaube ich, E drücken. Ja, weil du musst stehen bleiben, ich muss an deinen Rucksack. Ich komme nie an deinen Rucksack dran. Echt? Ich kann auch bei dir von vorne auch E drücken. Moment, ich kann jetzt gar nichts bei dir drücken. Nee, du musst das Seil aus der Hand nehmen. Wie tue ich denn weg? Wenn du mich anguckst, müsste da so ein Rucksack sein mit E. Ja, da habe ich die ganze Zeit, aber jetzt gerade halt nicht. Gedrückt halten. Jetzt. Ah, okay. Nee, ja, es wurde mir nichts angezeigt. Ich konnte nichts machen. War einfach das E-Symbol nicht da. Lol. Okay, danke. Das hat funktioniert. Wunderbar. Aber Moment, aber... Jetzt kann ich einfach hochklettern an der Wand hier. Ja, ich habe da ein Seil hingebaut. Oh nein. Geil.
Ja, wir müssen eine schöne Kletterwand. Da ist das einer zu wenig. 2, 4, 6. Nee, es müssen. Alter! Ich sehe die Brüder einfach nie. Stirb. Stirb, stirb. Ach, fuck. Stirb. Ich verstehe nicht, wie das geht. Sollen wir die ganze Zeit G-Schließen da stehen? Ich glaube, ich habe einen Bug. Mhm. Ja, ich habe einen Anzeigefehler. Bei mir ist es die ganze Zeit, als ob ich noch bei dir im Rucksack wäre. Und dann steht da unten tauschen und schließen und sowas alles. Mhm. Ich bin ein bisschen doof jetzt. Ja, wir können dann eh kleine Pause machen auch erstmal. Warte, dann packe ich jetzt hier nochmal einen Stamm rauf. Da geht's ja weg, wenn ich nochmal in den Rucksack dran gehe. Ach, jetzt geht's. Hä? Okay. Okay. So. Jetzt komme ich hier auch hoch. Aber wie verbinde ich das jetzt? Habt ihr nochmal ein Seil? Ja. Ja. Oh, jetzt ist es weg. Den gibst du, soll ich? Mhm, ich geb. Oh, nee, da kommt schon wieder einer Person. Kann ich nicht. Hä? Jetzt hätte ich wieder gerade durchblättern. Das okay. Danke. Wie viele Knochen hier rumlegen, ich will eben nicht das Klebeband verschwenden. Ja. Nee, ich glaube, ich probiere das dann nochmal offscreen einfach. Mhm. Und speichere dann halt nicht und dann. Also irgendwie funktioniert das noch nicht ganz hier. Das funktioniert noch nicht so richtig. Achso, sind hier eigentlich die Fische? Müssten noch jetzt langsam. Rohes, na super. Ja, im Zweifel schmeiß aufs Feuer. Verdammt. Okay, machen wir erstmal ein Boyskin oder was? Können wir machen, ja. Hier ist schon wieder einer von denen. Ach, krass. Ohrtasche. Nice. Bei mir nicht. Was kommt raus? Was? Maschinengewehr. Hey, wieso hab ich keine? Bin ich frech. Schneebären. Alter, der hatte bei mir gerade Maschinengewehr dabei. Du verarschst mich. Alles klar. Spaß, das war nur Raketenwaffe. Ach so. So, Calvin, komm, jetzt ist mal gut hier. Der baut schon wieder bis... Ich will alles dahin wirft. Alter. Stopp, mach Pause, Calvin. Ganz ruhig. Ich will diese Brücke bauen, verdammt. Ja. Lass mich mal. Wir wissen ja, ich bin der Profibauer. Ja. So. Jetzt pass auf. Oh shit. Shit, ich hab den Pfeil gerade gesehen, hab ein bisschen verzogen. Was machst du? Shit, es muss von der einen Seite wieder weg. Jetzt haben wir es an beiden Seiten. Das darf nur auf die äußere Seite. Wenn es innen ist, dann geht's nicht. Hä, aber was muss man denn jetzt tun? Warte, schau, wenn du... Shit. Also, das Kletterseil kann hier nicht innen sein, wo die Brücke hängen muss. Ach so, es muss genau auf der anderen Seite sein, oder wie? Genau, genau. Und wenn du dann oben drüber stehst, kannst du dann in diese Richtung Seil spannen. So, jetzt habe ich auf der anderen Seite gebaut. Also ja, wir müssen das Kletterding irgendwie wegmachen. Ich glaube, da müssten wir das ganze Ding abreißen. Da muss ich gerade mal gucken. Ich kann mal kurz den Gebäudeschaden ausmachen. Strukturschaden anmachen. Zack. Es muss doch irgendwie gehen, dass wir es entfernen können. Warte, es gab doch so ein Tool mit dem Bauhammer. Warte, wo ist der? Der ist hier. Und damit konnten wir doch Sachen entfernen. Irgendwie. Ja. Also ich kann das Reparaturding. Ja. Oder? Ah, shit. Nee, es gab so einen leeren Bauwürfel, damit konntest du Gebäude, glaube ich, quasi wegbauen, in so einem Bauplan irgendwie, aber ich weiß nicht. Nee, den gibt's hier nicht. Soll ich jetzt mal das ganze Ding, aber dann sind halt zwei Seile weg, ne, und ein paar Baumstämme.
Ah, nee, warte, also ich weiß... Ja. Wenn ich den obersten Baumstamm, den kriege ich ja weg. Oberst. Oberst Baumstamm? Kommodor. Kommodor Drache? Nee. Kommodor Baumstamm. Nee, ich habe jetzt hier komplett durchgeblättert. Okay, eine Seite habe ich weg. Ah, hä, wie? Ich habe auf das Seil eingekloppt. Achso, ja. Von oben. Gut, aber da komme ich halt hier nicht. Ah, von oben? Genau, von oben einfach. Aber auf die Seite, wo es halt nicht sein soll, ne? Da müsst du raufkloppen. Ich bin gespannt, ob ihr da jetzt so eine Brücke hinkriegt. Ey, das wäre schon Träumelein. Ich chill hier sogar mit Kelvin. Kelvin, warum blutest du eigentlich schon wieder? Mit der Axt, oder? Genau. Einfach ein paar Mal draufhauen. Da komme ich nicht. Es macht gar keinen Treffer. Echt? Warte, dann komme ich mal. Ich komme. Ich komme. Komm. Immer noch nicht? Nee, also ich krieg einen Treffer-Sound, aber ich glaube. Ah doch, jetzt da. Okay. So, und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt kann ich es rüberziehen. Ach, ist ja geil. Lol. Ist... Ah. Oh, oh. Achtung, Besuch. Ja. Aber kann ich jetzt hochklettern, während ich... Gespickt mit allem. Ja, hat funktioniert. Das müssen wir jetzt zweimal machen und dann Holzdinger dazwischen, glaube ich. Oder? Ja, hast du noch ein Seil? Ich habe kein Seil mehr. Ah. Ich hab noch. Du hast noch. Kriegt physische Schmerzen davon. Ach so, gibst du mir? Yeah. Oh, ich muss ganz kurz, entschuldige. Federn. Jetzt habe ich wieder den Bug. Sorry, Mann. Ich glaube, wenn jemand weggeht einfach, dann... Ja, wenn jemand einfach dann weggeht, dann bleibt die Anzeige unten mit den Buttons. Nice, die Fischdinger sind alle voll. Oh, das ist... Oh, nice. Das heißt, wir haben endlich Essen. Kelvin brät schon wieder seine Füße. Bist du rangekommen? Nice, und die können man, die sogar roh bringen die ziemlich viel. So wird wieder eingegessen. Mhm. Boah, die Hasenfallen bringen wieder gar nichts hier. Hast du noch ein Seil, Lucy? Ach, ich hab sogar. Ich hab dir eins gegeben. Spiel ist gecrashed.